Okay, es geht weiter mit GTA 5. Wir stehen mit Franklin hier mitten in der Nacht vom Diner und versuchen es mal auszurauben. Nein, geht nicht. Haben schon geschlossen. Das Radio läuft aber noch. Wo kommt denn die Musik her? Ist das eine Alarmanlage? Country-Musik, die Einbrecher abschreckt. Keiner bricht hier freiwillig ein. Soda brauche ich auch keins. Und die einzige Mission, die zur Verfügung steht, ist in Los Santos. Und wir sind im Nirgendwo. Das heißt, wir rufen ein Taxi. Ganz klar. Das Luftschiff steht wahrscheinlich noch auf dem Mace Bank Tower. Hey, can I get a cab? On its way, sir. Da ist auch noch ein Etablissement. Vielleicht wäre da drüben was zum Ausrauben gewesen. Wir sind nämlich bei der letzten Mission wieder mal leer ausgegangen. Wie üblich. Hey! Mein Taxi! Das ist aber jetzt blöd. Wie komme ich auf die andere Seite? Das kann eine Zeit lang dauern, bis der hier rüberkommt. Ich glaube nicht, dass die KI gegen die Einbahn fährt. Hier könnte ich ein Reh jagen. Oh, es gibt Wildwechsel. Schau das an. Nee, das Reh hat es überlebt. Erstaunlich. Kann ich wenigstens die Tankstelle ausrauben? Gebt mir irgendwas auszurauben. Ja, hier ist einer. Der offen hat. 24/7. Na klar, Supermarkt. 24 Stunden geöffnet, 24 Stunden ausraubbereit. Aber es ist niemand hier zum Ausrauben. Hey, Bedienung! Der Bankräuber ist da. Oder der Ladenräuber. Ich will ihn nicht verschrecken und nehme mal die kleine Wumme raus. Ist er hier hinten? Ich glaube, der schaut gerade Familie immer scharf. Im Hinterzimmer. Nee, es ist niemand hier. Der hat das ganze Geschäft hier allein gelassen. Ist getürmt. Ich will einen Schinken. Gib mir einen Schinken. Oh. Kugelsicheres Glas. Das ist der bestbewachte Schinken von ganz Los Santos. Und die Donuts. Oh, alles ist appetitlich angerichtet, aber ich kann mir nichts nehmen. Vielleicht ist der Cash Register offen. Nein! Ja, wie kann ich den Laden aushaben, Mann? Mir ist ein Rätsel. Steht da was? All Scratch Cards, $1. Nein, das sind Rubbelkarten. Ich kann den Laden nicht ausrauben, weil kein Angestellter hier ist. Wie doof ist das, bitte? Hast du schon mal etwas Dooferes gesehen? Man kann sich nicht selbst bedienen. Bei der Registrierkasse. Vielleicht ist er hier hinten am Klo. Da ist auch eine Tür. Ich schau mal da. Nein, alles zu. Und es dämmert bereits. Es war die kürzeste Nacht. Ist hier offen? Auch nicht. Cash, Checks. Ja, es ist alles. Es sieht alles so belebt aus. Erinnert mich an die Truman Show. Es ist alles nur gefaked. In Wirklichkeit lebt hier niemand. Und wo ist mein Taxi? Wieso ist mein Taxi nicht da? Wo es hingehört? Ich muss noch ein Taxi rufen. Das ist nicht der beste Start in die Folge. Sorry. Was soll ich machen? Habt ihr mich vergessen? Der Fahrer hat einen Unfall gebaut auf der falschen Spur. Das hast du schon einmal gesagt. Ach Gott.
Wehe, das kommt wieder auf der falschen Seite an. Ist es das? Nein. Kein Taxi. Ah, da ist es. Perfekt. Nicht wegfahren. Kunde sprintet. Nein, nein, nein. Bleib da. Sehr gut. Wir fahren nach Los Santos mit Downtown Cab Corporation. Geil. Aber langweilig, deshalb überspringen wir das Ganze. Kostet nicht viel extra, obwohl das ist die ziemlich weiteste Fahrt, die möglich ist, denn wir sind ganz am anderen Ende der Map gewesen. That's the ride, my man. Bin ich gespannt. 148, ja, das ist so ziemlich das teuerste, was man zahlen kann. Und hier ist die einzige Mission, die zur Verfügung steht im Moment. Was reden die von Ausschlag? Ausschlag am Anus. Nein, nicht schon wieder, die. Frischfleisch. Shut the fuck up! Endlich. Thank you. Spricht ein Machtwort. Franklin war nicht in der Lage dazu. Oh, my N-word, huh? What's up, homie? Nigger. Oh. Is that how you act, huh, when a friend makes a mistake, huh? No, really? Man. Oh, no. What? Oh, so what, it's just me getting hurt, is that funny? No, huh? Man. Well, fuck you! I'm gonna put you in the fucking ground, you laugh at me again. Man, come on. Trevor versteht keinen Spaß. I have a lot of assholes in my life, but you? Oh, you're not long for this world if this is the way you fucking act. You little jumped up motherfucker! Look, how about this, man? Calm down. It was funny at first, man. I made a mistake. Unfortunately, man, you failed. It was funny, all right? I apologize. Ja, zieht den Schwanz an. Ah, oh, ich hätte gerne eine Prügelei mit Trevor gemacht. Your apology. Okay? All right, so. Let's hug it out. Ich glaube, er hat zu viel Meth intus wieder mal. Keine Überdosis. Right? You're fucking gotcha. Das ist der Nachteil, wenn man ein eigenes Meth Lab hat. Fucking asshole. Oh, die Migräne. Difficult childhood. Oh, da kommen die Tränen. Sprichst in der Tüte und stellst mir vor die Tür. Look, I love you, right? But I would have just fucking look, man. Lester said you had some information about Michael. Michael, fuck Michael. Oder Bachblütentherapie. Man, I know y'all too, man. Come on, man. You two had beef before. But what the fuck happened in North Yankton? Genau, wir sind auf der Suche nach Michael. Der wurde von den Chinesen verschleppt. Muss jetzt Sushi fressen den ganzen Tag. Das überlebt er nicht. They mistakenly thought Michael was a human being and kidnapped him. Yeah, and now it looks like they're holding him somewhere in the city. Yes. Come on, bro. Kriegt das China-Restaurant-Syndrom. Große rote Pusteln auf dem Hirn. Business, all right? He's dead to und so viel Geschmacksverstärker, Glutamatallergie. If and when I see him, he's gonna be dead to everyone else as well. Hey, come on, bro, don't do that. You're pushing your luck, pal. Was hat jetzt Trevor? Ah, stimmt, ich sollte Trevor treffen, aber. What was that? Nothing. Ausgenockt. Oh, gerade vor meiner Tür. Was ist, wenn er die Bullen ruft? Lester, der Molester. What did Trevor say? Man, Michael's being held by a Chinese crew. Hat er kein Geld verloren? Schade. The irony isn't lost. I'm sending you an app for your Trackify phone. App. Just came back online. Die hatte ich doch schon mal für Unterwasser-Angelegenheiten. Be careful. Sure. Oh, und das, die Klamotten, um Gottes Willen. Oh, das ist Michael. Wie eine Rinderhälfte haben sie ihn aufgehängt. Don't try to persuade me, you're not lovers. He's laughing at you, you fucking idiot. You're making a mistake.
It costs a lot of money to track you down. I had to call in every favor I could in the Midwest. And then you kill several good men. Good day, huh? Good day. Good fucking day to you! Kill him! Hey, Captain hey. Phillips no. isn't coming. Whoa, 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 whoa! No, hey, hey! Hey! Hey, I ain't even gonna make a tasty hamburger! I only drink... Ich hab nicht viel Zeit. Was? Ist der in der Nähe? Das kann ja nicht weit sein. Starte Trackify, unten rechts. Ja, wie? Trackify. Wird gesucht. Und gefunden, hoffentlich. Die Zeit läuft, um Gottes Willen, das ist nicht weit. Wo ist das? Was? Es bewegt sich. Ach, bloß, der ist in einem Fahrzeug? Nee. Geradeaus. Nein, nein, nicht abstürzen. Das kostet Zeit. Das wird auch nicht in der Innenstadt sein. Erzähl mir nichts. Das ist irgendwo da am Flughafen, ha? Oh, fuck, fuck, fuck. Wo ist es? Wo ist es? Ich fahre Höchstgeschwindigkeit. Halt aus, Michael. Ah, okay, da ist es. Wo ist es? Da ist es. Ich kriege kein eindeutiges Signal. Da drin ist es. Hey, mal. He's in there somewhere. How you get in? Ja, eben. Wo? Wie? Wodurch? Scheiße! Wieso? Ich sehe keine Möglichkeit reinzukommen. Da ist alles voller Stacheldraht. Da! Ich hätte vielleicht nicht den Vordereingang nehmen sollen, ne? Hey, you! What you want? Get lost, okay? Hey, you holding my friend against his will! Oh! Nein! Au, au! Nicht! Nimm das beschissene Handy weg, du Rindfee! Wie krieg ich das blöde Handy wieder weg? Ah. Da. Los! Mann! Ich hab keine Zeit für solche Spielchen! Ich muss darauf. Ich glaube, das wäre auch anders gegangen. Ich kann nicht gleichzeitig die Waffe halten und die App. Was soll der Scheiß? Jetzt brauche ich erst wieder die App. Oh, genau unter mir, verstehe. Ich bin genau über ihm. Was? Über ihm? Er ist da drin? Ja, aber wie? Komm ich da rein? Schau, er kann nicht. Also was Bescheuerteres gesehen, er kann nicht darauf springen, wenn er das Handy in der Hand. Er kann keinen einzigen Schritt nach oben machen, wenn er das Handy in der Hand hält. Nein! Oh, wow, wow. Also das ist beschissen, hoch 3. Beschissen. Wie komme ich denn da rein? Habe ich jetzt... Schaut, der Countdown ist weg. Der Timer ist weg. Hätten sie noch ein paar Türen zugemacht, dann wäre es offiziell. Ich glaube, ich muss da rüber. Und ich glaube auch, dass der Timer nicht mehr aktuell ist. Was haben wir denn da? Kisten. Kann ich vielleicht was aufschießen? Hoje huo! Bin ich im Kreis gerannt, wie ein Arsch auch. Nein, nicht runterfallen.
Spring! Er springt nicht. Einer lebt noch. Ja, da ist der Eingang. Oh, der liegt unbequem da. Ich hab schon genug gekillt von euch. Kommt auf ein paar mehr oder weniger auch nicht an. Geht's hier zu den Schinken? Michael ist zu zäh, der schmeckt euch nicht. Kann man keinen Schnitzel draus machen. Au. Ich hab keine Schutzweste, immer noch nicht. Ich hab doch eine gekauft. Ist die schon wieder weg? Hat er doch eine Schutzweste gekauft? Wer schießt da? Ich sehe niemanden. Nein, nicht jetzt! Au! Da ist ein Erste-Hilfe-Paket. Schnell, schnell. Ah, oh, Gott sei Dank. So knapp. Wo ist der letzte? In case you ain't figured out, I ain't paying no rent. Time to release this dude. Wow, von hinten oder was? Nee. Where are you gonna go now? Sind zu viele Chinesen auf der Welt. Wir müssen ein bisschen aufräumen hier. Vermehren sich wie die Karnickel. Wenn es wenigstens Japaner wären. Das lasse ich mir noch einreden. Aber doch keine Chinesen. Das sind Kommunisten. So, wo ist Michael? Das Säurebecken, da hätten sie ihn reingeschmissen. Das wollen wir wetten. Wir hätten ihn in Säure aufgelöst. Das sind Barbaren. Wenn sie ihn wenigstens zu Schnitzel verarbeitet hätten. Dann hätte der Hund noch was davon gehabt. Aber so? Völlig umsonst. Verschwendung von menschlichem Leben. Oh, wow. Na gar! Nein, es geht nicht schneller. Ich kann nicht. Ich habe keine kugelsichere Weste. Wie soll ich das schaffen derzeit? Geht sich nicht aus. Komm vor. Bot, bot, bot. Wie viel gibt es von den Rentvieren? Obwohl, Rentvier ist gut. Wir sind mitten unter Rentvieren. Kann ich nichts hochjagen? Nee, weil dann trifft es vielleicht auch mal. Müsstet ihr nicht anders schreien? Hi-oh! Oder so. Irgendwie. Echter Samurai schreit doch nicht. Ups, das war der Oberchinese. Ei! Jetzt kriegt er. Was? Drücke meine Waffe, okay? Der schießt! Franklin schießt nicht! Ja, ich hab's gesehen. Der macht aber nichts dagegen. Und ich brauche 18 Schuss. Oh, Chinese. Es gibt zu wenig Munition für alle Chinesen auf der Welt. Wir müssen die Produktion erhöhen. Was ist jetzt?
habe ich nicht aufgepasst. Ah, er befreit sich selbst? Nee. Was soll ich machen? Abschießen? Nee. Bin mir nicht sicher, was ich machen soll. Die Kette vielleicht? Da? Hm. Nee, die Kette hat damit nichts zu tun. Da ist ein Haken. Ich habe nicht aufgepasst. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Vielleicht, weil der eine noch lebt. Da lebt noch jemand. Und es triggert erst, wenn alle tot sind. Ich könnte daheim anrufen. War's das? Nein, das war's nicht. Hm. Tja, schon blöd, wenn man immer auf der Leitung steht, aber ich weiß nicht, wie ich ihn da runterbringen soll. Hallo? Ich könnte ihn doch anheben hier. Hier vielleicht? Das abschießen da. Nein, auch nicht. Na wurscht, ich gehe halt mal da lang. Vielleicht ergibt sich was. Ich glaube, die erwarten von mir, dass ich zuerst die ganzen Wachen erledige. Das war der letzte Motherfucker, glaube ich. Kann das sein? Ja, eine Cutscene. Nein, ich blute nicht. Wow, das war... Snap to Target hat mich gerettet. Wieso hat er das nicht gleich gemacht? Ich komme aus dem Schlachthof. Und wieso da lang? Der andere Weg war irgendwie logischer, oder? Habe ich irgendwelche Waffen außer der? Ne? Wir haben doch alle Sturmgewehre. Was hat denn der? Das Messer habe ich jetzt genommen, oder? Schau, wie viel Schuss man braucht, obwohl es teilweise Headshots sind. Das beeindruckt die gar nicht. Denken sich, was ist schon ein Headshot unter Freunden? Was? Chinchilla? So, Chinchilla. Vier Schuss in die Brust. Das sind zähe Purchen. Jetzt habe ich aber ein Sturmgewehr gefunden. Aber leider keine Munition mehr. Da ist noch was. Ich bin nur im Unterhemd. Franklin hat wenigstens ein Holzfällerhemd an. Das ist ein bisschen stabiler. 9 Schuss noch. Das muss reichen. Ich habe ja auch noch meine Slow-Mo. Zusätzlich zu meinem Mojo. Ist da was? Ja, da ist eine Weste. Geil! Da liegt einfach so eine Weste rum. Das ist cool. Es ist eigentlich Franklin der Geschütztere von den zwei. Wie viel Schuss habe ich jetzt? Habe ich nicht aufgepasst. Nur 30. Huh. Aber hier ist das Fluchtfahrzeug. Ja, welchen nehmen wir? Den?
Alter. Man, I thought this was my rescue mission. Der Orange wäre aber auch nicht schlecht gewesen. Oh, oh, die schießen. Die schießen uns nach noch. Ja klar, pink der ab, das sieht doch, dass wir... Das ganze Chinesenviertel ist hinter uns her. Big Trouble in Little China. Was soll ich sagen? Ich glaube, wir können sie nicht... Schau! Hast du schon mal größere Arschlöcher gesehen in Los Santos? Die müssen natürlich immer abbiegen, wenn ich geradeaus fahre. Schon was von Spiegel, Spiegel, Schulterblick gehört. Du seht dich hier. Was ist jetzt? Wieso habe ich jetzt... Ach so, die haben mich von hinten gerammt, aber es hat das Auto nicht gerendert. So sitzen die im Schlendernauto. Reicht's mir aber. Das Auto ist leider kaputt. Schieß! Na, ja! Gebt dir Gelegenheit, ihn zu erschießen. Jetzt reicht's aber. Steig aus und erschieß sie! Oh. Kannst du laut sagen. Das Auto ist auch kaputt, wir nehmen ein anderes. Wir nehmen das Taxi, ha? Das nehmen wir. Au! Au! Die Milf! Hat mich angefahren. Nein! Bleib! Das reicht's mir aber. Wehe, der ruft die Bullen. We're up there and Trevor freaks the fuck out. He was about to kill me, Franklin, and then these Chinese guys. Das ist das Familienmobil, da verdächtigt uns keiner. He fucks up. For real? Too real. Okay. Well, if you don't want to talk about that, how about Devin Weston? Weston? What about him? We delivered the last of them cars. Only he ain't paid us yet. Says he gonna invest the fucking money. Well, he's a clever guy. You know, that might not be such a bad idea. Are you fucking serious? Look, Franklin. Blödsinn. Wir sehen kein Geld von dem Arsch. From the sounds of it, you'll even get some interest too. And I got this other deal with Weston. Ein bisschen naiv, der gute Michael, huh? Wait for that to play out before I got any leverage over your deal. For real? Come on, Franklin. I had my feet chained to a meat hook for the last few hours. Give me some time, I'll figure it out, I promise. Yeah, whatever. Fängt der auch schon so an. And you've been kind of reckless, homie. Bin ich gern eingesperrt zwischen Fahrzeugen. Die Framerate. Sag ich nur, Framerate, sag ich nur. Habe ich schon gesagt, Framerate. So, da müssen wir hin. Puh. Das war aufregend. War aber eine coole Missionsabwechslung. Nach meinem Geschmack. Ja, er hat ein viel schöneres Haus, der Franklin, mit Swimmingpool. Wohl, Swimmingpool hat er auch, aber... Trevor went crazy, tried to kill me. Zweistöckig, dreistöckig. Man, before all that, I'm talking about the feds. Trevor, this guy Brad, man. I know what you meant. All right, look. I made a judgment call. I don't know if it was the right one. I did what I thought I had to do. I had a young family, Franklin. Hast du die Wunde gesehen am Hirn von Michael? Sieht aus wie vom Terminator, da ist Metall drunter. A future for me, for my family. I took it. You took it? Man, you burned every motherfucker you've ever known. It was that or die. I took it in the ass. Look, I know it sounds cold. I don't expect you to understand it. Not yet, but you blah, 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 blah. Look, you wake up one day and your legs... It just gives. Blah, 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 blah. All right, man, look. Blah, 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 blah.
When Trevor finds out you're still alive, I don't know what the fuck he gonna do. Ja, das wissen wir alles. Es ist nichts Neues. Hey, you watch your back. You hear me? Dog, it ain't me he coming for. We straight. It's you, dog. It's you. Das ist ja schlimmer wie Metal Gear Solid. Vielleicht nicht ganz so cheesy, aber ähnlich in der Länge. Oh, ich krieg keine Folge unter 30 Minuten hin. Geh rein, zieh dich um, leg dich hin, hol dir eine Wix-Vorlage und gut ist. Sind wir jetzt fertig? Ich will das bestanden. Prädikat, hier, Frischfleisch. 80%, immerhin, das besänftigt mich etwas. Ich habe aber nur 2 Kopfschüsse. Na ja, gut, wenn ich es darauf angelegt hätte, dann wäre es vielleicht besser gewesen. Zeit genug hätte ich gehabt, aber ansonsten bin ich zufrieden mit 80%. Na, so gut wie neu. Geht in Ordnung. Und wir speichern und nächste Folge schauen wir weiter, wie es weitergeht mit Michael, Trevor und Franklin. Bis dann. Tschüss.